Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Heute geht es mal um ein Thema, was uns alle betrifft, und zwar E-Mail-Spam. Und die Möglichkeit, diesen gut zu erkennen, beziehungsweise was kann ich dagegen tun. Alles Weitere seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ja, dann starten wir direkt mal in meinem Postfach. Hier seht ihr im Grunde genommen ein Standard-E-Mail-Programm, wie das wahrscheinlich viele von euch nutzen werden. Das ist jetzt hier von Mozilla, der Thunderbird. Das ist ein kostenloses E-Mail-Programm, was von vornherein schon sehr viele eigene Möglichkeiten bringt, hier Vorsorge zu treffen, beziehungsweise auch Spams zu erkennen oder grundsätzlich dagegen vorzugehen oder sich das Leben ein bisschen zu erleichtern. Auch möchte ich euch gerne folgende Seite zeigen. Und zwar hier die Seite von Online-Warnung. Die verlinke ich euch nachher auch in der Beschreibung. Hier wird also auch nochmal ausführlich erklärt, wie man Spam-E-Mails erkennt und worauf man achten muss. Jetzt ist das allerdings alles sehr theoretisch, deswegen habe ich hier für euch mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich will jetzt hier die einzelnen Punkte auf der Seite gar nicht so drauf eingehen. Ich will aber trotzdem mal, zumindest mal die wichtigsten Sachen jetzt hier, die ja auch groß geschrieben sind, jetzt mal kurz nochmal erläutern. Wenn ich einen Absender nicht kenne, nämlich einen unbekannten Absender, dann habe ich hier immer besonders darauf zu achten, könnte die Mail tatsächlich Spam sein oder vielleicht ein Phishing oder Phishing-Angriff. Das ist natürlich hier ganz wichtig, dass wir da Vorsorge treffen und gucken, ist der Absender überhaupt bekannt. Dann habt ihr die Möglichkeit natürlich auch darauf zu achten, ob eventuell ein Impressum oder eine Signatur in der E-Mail ist. In Deutschland hat sich das standardisiert, dass dann tatsächlich auch entsprechende Informationen dabei sind, die einem dann schon auch den Absender genau erklären. Dann gibt es viele E-Mail-Verteiler, wo am Ende dann ein Abmeldelink fehlt. Hier müsst ihr wissen, dass das vorgeschrieben ist, aus Datenschutzgründen sich auch abmelden zu können. Sollte so ein Link fehlen oder ein Fake-Link, also ein Link, der gar nicht funktioniert, dann da in dieser E-Mail sein, dann ist das natürlich auch ein Spam. Dann merkwürdige Absender, dann reißerische Betreffs, ZIP-Archive oder sonstige Dokumente als Anhang, komische Inhalte und Links, die enthalten sind, die irgendwo hinführen. Jetzt scheint euch das wahrscheinlich auf den ersten Blick, ja, ist ja klar, da achte ich ja sowieso drauf, aber ich muss dazu sagen, diese E-Mails werden immer raffinierter, werden immer professioneller aufgebaut und deswegen wird es auch immer schwieriger, die zu erkennen. Gott sei Dank sind dann so Programme in der Lage, wie der Thunderbird, sich mit externen Spam-Filtern abzugleichen und auch zu lernen. Das heißt, ein wichtiger Hinweis als erstes jetzt hier, bevor wir uns mal die einzelnen Mails angucken nochmal. E-Mails, die ihr selber als Spam erkennt, die jetzt das Mail-Programm nicht erkannt habt, nicht einfach entfernen, sondern die selber als Spam markieren. Damit hilft ihr erstmal der Community, Mails zu erkennen und vor allen Dingen euch selber. Denn das Programm ist so intelligent und wird dann im Prinzip durch ein paar Punkte, die ihr da für sich zusammenreimt, in Zukunft dann diese E-Mail als Spam erkennen. Allerdings besteht natürlich, und das ist das Problem bei künstlicher Intelligenz, auch immer das Problem, dass zu viel aussortiert wird. Hier kann ich euch nur den Tipp geben, geht selber in den Spam-Ordner, der jetzt hier als Junk bezeichnet wurde, und guckt da hin und wieder mal rein, ob eventuell die ein oder andere E-Mail, die ihr hier bekommen habt, auch dann vielleicht echt ist. Also hier sind jetzt von chinesischen Anbietern irgendwelche E-Mails drin, die natürlich echt sein könnten oder nicht, habe ich die ungefragt bekommen, werden die von mir allerdings dann auch in den Spam-Ordner reinsortieren.
Also von daher ganz wichtig, und die meisten Spams, dann natürlich, die kennt ihr ja alle, letztendlich sind wahrscheinlich die für die Verlängerungen von irgendwelchen Geschlechtsteilen oder Stabilisatoren. Aber da gehen wir gleich mal genauer drauf ein. Das sind natürlich reine Log-E-Mails, die angesprochen werden sollen, um dann einen auf die Seite zu ziehen. Ich habe euch jetzt hier mal ein paar vorbereitet, um nochmal zu zeigen, jetzt am praktischen Beispiel, worauf man achten sollte, wenn ich solch eine E-Mail bekomme und wie ich die gut erkennen kann. Weil es gibt ja tatsächlich auch Mails, die will ich behalten, wo ich auch unsicher bin und kann ich die einfach entfernen oder nicht. Das lässt sich ganz gut feststellen. Hier in diesem aktuellen Beispiel handelt es sich jetzt um eine Amazon-E-Mail, also eine angebliche Amazon-E-Mail. Die wurde an eine meiner Firmenadressen gesendet, und hier geht es darum, dass mein Verkäuferkonto gesperrt wurde. Jetzt setzen die erstmal voraus, dass ich ein Amazon-Verkäuferkonto habe. Habe ich jetzt hier kein Verkäuferkonto, dann braucht ihr natürlich da nichts machen, könnt ihr die direkt in den Spam verschicken. Habe ich allerdings ein Verkäuferkonto, dann ist die Sperrung eines Verkäuferkontos durchaus eine sehr kritische und heikle Angelegenheit, und ich möchte sehr schnell und sehr kurz auch diese Sperrung wieder aufheben und bin natürlich dann geneigt, sofort in diese E-Mail reinzurennen und dann letztendlich auch dafür zu sorgen, dass mein Konto wieder freikommt. Jetzt müssen wir allerdings hier Obacht geben. Ich habe also extra mal den Firefox bzw. den Thunderbird so eingestellt, dass also auch Bilder dargestellt werden, weil man kann den so einstellen, dass Bilder nicht dargestellt werden. Warum das nicht der Fall sein sollte, erkläre ich euch gleich. Aber hier in dem Fall habe ich jetzt mal eingestellt, dass also auch externe Bilder dargestellt werden, damit man mal sieht, wie so eine Mail aufgebaut ist. Also sie sieht ja sehr professionell aus. Es könnte durchaus eine Amazon-E-Mail sein. Hier gibt es viel Bläblä und Blabla mit einem Datum. Meine E-Mail-Adresse ist da angezeigt. Und hier haben wir tatsächlich schon den ersten praktischen Hinweis. Hier im Bereich der E-Mail steht nämlich Grüße von Amazon Service and Technik. Das heißt, hier habe ich keine persönliche Anrede. Das ist dann schon ein starkes Indiz dafür, dass ich gar nicht gemeint bin, sondern dass tatsächlich hier auch nur eine E-Mail-Adresse von mir verwendet wird, weil mehr haben die ja nicht. Die haben nur diese E-Mail-Adresse, haben sie von der Homepage oder wer auch immer, wo sie die haben, und können dann auch nur die verwenden. Also können mich hier nicht persönlich ansprechen. Erster Indiz, das ist eine Mail, also eine Spam-Mail. Der zweite Indiz ist, da möchte ich eure Aufmerksamkeit hier oben auf den Absender richten. Das ist sehr schön und sehr vorteilhaft bei dem Thunderbird. Viele E-Mail-Programme machen das gar nicht so. Hier wird in der Tat der komplette Absender aufgeschlüsselt. Bei vielen E-Mail-Programmen, unter anderem bei meinem Mac, da würde jetzt hier nur stehen von Amazon.de. Und die E-Mail-Adresse, die jetzt hier im Absender ist, die würde versteckt. Das ist natürlich jetzt hier sehr schön. Das heißt, ich kann von vornherein sehen, der angebliche Absender ist Amazon, aber der, der mir die Mail geschickt hat, der ist gar nicht Amazon, sondern hier in dem Fall ein russischer Sender, der letztendlich die Mail hier geschickt hat. Die geht an mich, klar, an Service Ads, sonst hätte sie mich ja nicht erreicht, und möchte jetzt gerne, dass ich mein E-Mail-Konto aktualisiere. Das machen wir gleich mal, aber um zu sehen, was ja der Sinn auch der ganzen Sache ist. Wenn ich aber jetzt mit der Maus als erstes hier drauf gehe, dann stelle ich fest, dass die E-Mail überhaupt nicht nach Amazon.de kommen oder wo auch immer hingeht, sondern ihr könnt hier im unteren Bereich, achtet mal hier unten drauf, ich hoffe, das seht ihr noch, dass da in der Tat der Link ganz woanders hingeht. Den klicken wir jetzt mal an, dann öffnet sich der Chrome, der ist hier Standardbrowser. Moment. Und dann gucken wir uns mal an, wo uns jetzt dieser Link hinführen wird. Jetzt, wenn die Seite noch online ist, dann kann ich euch sagen, dann wird das jetzt hier eine Seite sein, die ähnlich ist wie die, wenn sie sich viel Mühe gemacht haben, genau, wie die Amazon-Anmeldeseite. Also an der Seite angekommen, kann ich hier jetzt meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben. Was macht das für einen Sinn? Natürlich macht das den einzigen Sinn, dass die jetzt gerne unsere Daten haben wollen. Das heißt, ich kann jetzt hier sowieso eingeben, was ich will. Und dann wird im Grunde genommen hier nur dieser Inhalt an die übermittelt.
Und in dem Moment, wo ich die Daten hier eingebe und die übermittle, die haben jetzt hier sogar noch eine Validitätsabfrage, das kriegen wir natürlich hin. In dem Moment, wo ich die hier absende, das Formular, übermittle ich denen sozusagen meine Zugangsdaten. Jetzt setzen die dem Ganzen aber auch noch die Haube auf. Die wollen also nicht nur meine Zugangsdaten, die sie jetzt schon haben, weil ich will ja mein Amazon-Konto, sondern jetzt möchten die ja auch noch eine IBAN-Nummer, um dann vielleicht auch noch mein Konto zu belasten. Moment, das ist ja ein bisschen falsch, das muss ich bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Achso, meine Nummer geht nicht. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich glaube, die 16 Stellen lang. Das heißt, ich übermittle denen auch noch meine Kontonummer, um vermeintlich tatsächlich da reinzukommen. Also, sie haben sich sehr viel Mühe gemacht, muss ich jetzt schon sagen. Also, ich bin jetzt echt überrascht. Und jetzt steht hier, ich hätte mich erfolgreich verifiziert. Also, ist das nicht toll? Und in der Tat werde ich jetzt, damit ich gar nicht merke, dass ich hier verarscht wurde, entschuldige ich das Wort, werde ich jetzt hier nach Amazon.de geleitet und denke, super, alles ist gut. Was passiert jetzt im Hintergrund? Im Hintergrund werden die jetzt ganz schnell auf mein Konto sabbern und versuchen da letztendlich Unfug zu treiben. Was können die für Unfug betreiben? Das ist eine andere Geschichte, kann ich gerne auch mal ein Video zu machen. Geht ja jetzt hier nicht drum. Aber die können eine ganze Menge Unfug betreiben in meinem Amazon-Konto. Da geht es natürlich auch um Geld. Und so haben wir hier ganz klare, eindeutige Indizien, wie letztendlich solche Sachen geklärt werden können und wie ich eindeutig feststellen kann, das ist ein Spam. Sollte das jetzt der Fall sein, wie hier in diesem Fall, dann werde ich den hier als Junk markieren, damit mein Mailprogramm auch weiß, jo, das ist Spam. Da wird als eindeutiger Indiz die Domain des Absenders und so weiter getriggert. Und damit können die in Zukunft die von vornherein aussortieren und ich habe nicht die Gefahr, da überhaupt drauf reinzufallen. So, in dem Moment, wo ich die als Spam markiere, seht ihr, wird die auch direkt verändert. Die Bilder, die da vorher geladen waren, die mir vermeintlich die Echtheit zeigen sollen, werden sofort blockiert. Somit entschärfe ich sozusagen die Mail. Denn jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, was hat so ein Bild an sich? In dem Moment, wo ich jetzt die Mail quasi mir angeschaut habe und die Bilder dargestellt wurden, habe ich jetzt eine eindeutige Signatur an deren Server geschickt. Und zwar ist das so, dass in dem Moment, wo ich das Bild von deren Server lade, um es bei mir in meiner E-Mail anzeigen zu lassen, in dem Moment sende ich denen, ja, die E-Mail ist erreichbar, super, die kann ich weiter zu müllen. Ne? Und das ist das Problem. Das heißt, ich werde jetzt aus der Richtung immer weiter E-Mails bekommen. Dann schauen wir uns mal die nächste E-Mail an. Also hier haben wir so eine typische E-Mail, wo sofort klar ist, um was es geht. Also hier wird ein Testpaket, Generika versprochen, damit die Funktionen eines bestimmten Teils wieder gut laufen oder gut funktionieren. Und der Sinn und Zweck dieser Nachricht ist, dass hier letztendlich suggestiert werden soll, da kriege ich was umsonst und ich möchte sofort am besten auf diesen Link klicken, damit wir dann auf eine weitere Seite geleitet werden. Das machen wir auch. Ich möchte euch allerdings kurz hier erklären, wo der Unterschied hier ist. Denn das Bild wird dir jetzt hier angezeigt, obwohl diese Nachricht schon als Junkmail deklariert wurde. Das liegt daran, dass ich den Mozilla hier ja, beziehungsweise den Thunderbird hier, so eingestellt habe, dass er generell Bilder, die nicht von extern kommen, anzeigen darf. Das heißt, dieses Bild ist in der E-Mail eingebettet und somit jetzt erstmal in der bloßen Betrachtung nicht schädlich. Das ist jetzt für den Laien nicht so gut zu erkennen. Es dient auch jetzt hier mehr so als Information. Denn Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit ist halt in der Tat, dem Link zu folgen. Das werden wir jetzt hier mal machen.
um zu sehen, wo wir da landen. Je nachdem, wie alt die Mail ist, sind dann die Seiten, die dann meistens dahinter sind, schon veraltet. Oder jetzt, wie hier in diesem Fall, befindet sich hier ein echter Shop dahinter, also zumindest mal ein Shop dahinter, der von seiner gesamten Ansicht allerdings, ich sag mal, sehr zweifelhaft anmutet, wie man Fake-Shops oder Shops, ja, fehlerhafte Shops oder Shops erkennt, die nur an eure Daten möchten. Das erkläre ich euch in einem weiteren, späteren Video mal. Wichtig ist jetzt hier, dass ich im Grunde genommen zwar weitergeleitet wurde, aber natürlich jetzt hier auch nichts einkaufe. Also das wollen wir nicht eingehen. Gucken mal ganz kurz, wer hier angeblich im Impressum steht. Also Impressum ist quasi nicht vorhanden. Ist zwar anklickbar, aber hier wird man zu einem Kontaktformular geleitet und nicht zu einer Firma, die dahinter steht. Das heißt, hier ist auch mit hoher Sicherheit klar, dass man da auch nur Daten sammeln möchte oder halt irgendwelche dubiosen Pakete verkaufen möchte. Und hier übermittle ich, das kann man jetzt hier unten an dem Link sehen, müsst ihr mal unten schauen, hier im unteren Bereich, wenn ich über das Bild gehe, hier übermittle ich keine eindeutige Daten. Also hier hat sich der User nicht sehr viel Mühe gemacht, also der Angreifer. Hier werden nur allgemeine Daten übermittelt, das heißt also auch, trotz dass ich jetzt dieses E-Mail angeklickt habe, werden hier keine personenbezogenen Daten übermittelt. Das heißt also, hier besteht jetzt keine Gefahr für den Moment, dass ich weitere Nachrichten bekomme, von denen zumindest aufgrund dieser Aktion. Gucken wir uns die nächste mal an. Das sind auch so ganz klassische und ja, ich sag mal, besonders viel vorkommende Spam-Mails. Hier geht es natürlich darum, oder unterschiedlichste Informationen abzufragen, beziehungsweise hier werden ja, Offerten in Aussicht gestellt und hier kann man sich dann im Grunde genommen melden oder nicht. Also hier sollen jetzt, wenn ich das so richtig sehe, irgendwelche Domains verkauft werden, beziehungsweise angeboten werden. Uninteressant. Ne? Also solche E-Mails kann man für den deutschsprachigen Raum sowieso meistens schon abhaken, denn hier ist tatsächlich auch so, dass ja, die in Englisch verfasst sind und da kann man schon ganz gut erkennen an der englischen Schreibweise, es sei denn, man hat einen englischen Bekanntenkreis, dass die E-Mail ein Spam ist. Dann haben wir eine weitere E-Mail. Hier geht es darum, dass die allerdings auch schon von dem Thunderbird als Phishing-Mail erkannt wurde. Das heißt also, hier scheint der Absender schon auf einer Blacklist zu sein und hier wird mit einem roten Balken direkt gewarnt: Achtung, bitte da nicht dem Link folgen, hier sollen auch nur Daten gefischt werden. Machen wir jetzt auch erstmal nicht, denn da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist auch wieder Englisch und man kann im Grunde genommen hier auch nicht viel erreichen. Dann wieder eine weitere Nachricht, die mit netten Bildern lockt. Hier auch wieder das Bild wird wieder geladen und hier kann man vertrauliche Preise bekommen und soll auch wieder einen Link anklicken, also vertrauliche Pillen bekommen zu guten Preisen, sagen wir es mal so, soll man einen Link anklicken, machen wir mal. Problem ist, hier wird man auch mit hoher Sicherheit wieder in einen Fake-Shop geleitet, genau, der sieht allerdings zumindest schon mal ein bisschen professioneller aus. Aber man darf hier auf solche Ansichten auch nicht reinfallen, nur weil da irgendwelche Leute oder Siegel sind. Aber wie gesagt, wie man Fake-Shop erkennt, das behandeln wir mal in einem weiteren Video. Dann eine weitere Lock-Methode und in der Regel auch eine Kostenfalle ist, dass man zu Gewinnspielen gelockt wird. Gewinnspiele dienen in vielen Fällen dazu, dass hier nur Daten eingesammelt werden. Also auch diese Mails als Junk markieren. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Bitte immer die Mails alle als Junk markieren über das E-Mail-Programm, damit die Programme dazulernen können. Und dann den Links auch nicht folgen. Hier ist jetzt eine Besonderheit, deswegen habe ich die rausgesucht. Hier wird
ein Video sozusagen dargestellt. Das wird quasi hier verlockt nochmal. Ich soll da draufklicken, um das Video zu starten. Oder ich soll hier angeblich schon direkt in der Lage sein, Name und E-Mail-Adresse einzutragen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Das ist natürlich nicht der Fall, denn es handelt sich hier lediglich um ein Bild. Also der gesamte Inhalt dieser Mail wird über ein Bild dargestellt. Das wird von denen so genutzt, damit die nicht von vornherein aussortiert wird. Also das ist den Junk-Filtern fällt es halt schwerer, Bilder zu analysieren. Dann müssen die sich nicht auf textliche Inhalte verlassen, sondern dann kann man nur Spam erkennen von den Filtern über E-Mail-Adresse, Absender, IP-Adresse oder ähnliches. Deswegen machen die das. Da fallen dann die meisten Junk-Filter noch drauf rein. In dem Fall auch hier zuverlässig als Junk-Mail erkannt worden. Uninteressant. Wir wollen natürlich trotzdem nicht versäumen, dem Link mal zu folgen, um zu sehen, wo wir da hingelockt werden. Denn ich hätte ja jetzt, also der Klick war ja jetzt, yo, ich muss unbedingt das Video mal angucken. Und jetzt bekommen wir auf die eigentliche Seite und hier kann ich dann jetzt auch. Willst du 5.900 Euro in den nächsten 24 Stunden verdienen? Was mir ermöglicht, in den nächsten 24 Stunden 5.900 Euro zu verdienen. Also wer auf solche Sachen reinfällt, der ist selber schuld. Also hier würde ich auch, wie bei den anderen Sachen, keinerlei Daten oder ähnliches angeben. Solche Offerten gibt es im echten Leben nicht. So, als letztes, dann haben wir das Thema auch schon soweit, denke ich mal, ganz gut abgehakt und ein paar Hinweise gegeben, wie man Junkmail oder Spammail erkennen kann. Als letztes haben wir eine besondere Mail. Da sind in der Tat nur ein paar Buchstaben eingetippt und da sollte man sich fragen, was macht das für einen Sinn? Das will ich auch kurz erläutern. Und zwar verschicken verschiedene Server oder Spammer verschicken Testmails ohne großen Aufwand, denn die Mail-Accounts können untereinander kommunizieren. Das heißt also, hier wird im Grunde genommen eine Vorabfrage gemacht, ob diese E-Mail, die ich jetzt hier versende, valide ist und ob denn dann in Zukunft da E-Mails ankommen. Das hat den Hintergrund, dass erstmal hier suggestiert wird, dass der Absender dieser E-Mail, in dem Fall hier alimaze.eu, schon sozusagen bekannt ist. So, aber auch hier sieht man, dass die Mail an irgendjemand x-beliebigen gesendet wurde, also nicht persönlich an mich. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Gruppe einer großen Verteilung und der Absender ist mir natürlich auch nicht bekannt. So, aber dadurch, dass die Mail hier eindeutig sozusagen zugestellt wurde, wird die für die tatsächliche Aussendung, die dann irgendwann von dieser E-Mail-Adresse kommt, abmildernd wirken, weil diese E-Mail wurde mir schon zugestellt. Jetzt in dem Fall wurde sie hier allerdings auch wieder vom Programm als Junk eingestuft. Aber für nicht so gute Programme wird die quasi helfen, dem Absender seine eigentliche Nachricht, die er dann in Zukunft an mich senden will, leichter zu übermitteln. Und darum ist es auch wichtig, dass man solche Nachrichten dann als Spam markiert. Das ist also nicht zu vergessen. Also von daher hier nochmal der Hinweis. Nur so können die Programme lernen. Ja, alle weiteren Informationen findet ihr, wie gesagt, auf der Seite von onlinewarnungen.de, die zu dem Thema einen schönen ausführlichen Beitrag verfasst hat. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Hier werden auch regelmäßig Nachrichten gepostet, die dann relevant sind. Solltet ihr dieses Video über die Seite gefunden haben, dann bitte nicht vergessen, hier den Kanal zu abonnieren. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das Video. Bis zum nächsten Mal.